Hiermit heiße ich alle parallel ambitionierten, charmanten, galoppierenden Schafe willkommen zu einem wundervollen neuen Video, meine Freunde. One Piece Treasure Cruise. Wie ihr hier sehen könnt, absolut das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Handy-Game recorde. Erstes aus wundervoller Nostalgie. Diese Journey, die One Piece gemacht hat und das Game, was alles mit sich bringt, ist bei diesem Mal wirklich ein Muss, dass ich es recorden muss. Und zwar ein Pack-Opening von sehr vielen, sage ich mal, Anniversary Booster, könnte man sagen, beziehungsweise Sugo Fest exklusiv Drops und was weiß ich, was es alles hier gibt. Also dieses Mal haben sie sich selbst übertroffen. Ich habe extra gewartet, bis wirklich viel zum Ziehen ist, damit ich dieses Video machen kann. Und wie ihr hier sehen könnt, da bin ich auch schon ein bisschen auf Marco aus. Also dieses Video, meine Freunde, ist wirklich nur für Leute, die sich auskennen mit One Piece. Erstens das, beziehungsweise ein bisschen mit Anime und vielleicht auch das Game schon mal gesehen oder vielleicht auch mal Pack Openings gemacht haben. Ist ein geiles Feeling, kann ich euch sagen. Aber nichtsdestotrotz will ich einfach hier wirklich direkt reinstarten, weil das ist ja die Main-Sache, warum ihr auf dieses Video geklickt habt. Und zwar ein 850 Euro Pack-Opening in One Piece Treasure Cruise. Also spielen tue ich das Game noch nicht so lange, erst wieder seit Dezember aktiv, glaube ich, habe ich um die 140 Spieltage, so könnte man sagen. Und wie gesagt, in diesem Video, meine Freunde, 850 Euro Pack-Opening plus 70 exklusive Recruits, wie ihr hier oben sehen könnt. Wirklich, ich habe die wirklich angespart. Also die sind schon, da könnte man sagen, vor 50 Tagen habe ich angefangen so. Wo ich dachte mir so, okay, ich muss ein Video zu diesem Game machen, weil es eine geile Erinnerung wird. Erstens das und zweitens, heute bin ich perfekt wieder angekommen, weil ich habe ja meinen Vlog hochgeladen. Ich habe eine Woche nicht gespielt und schon gab es hier bombenmäßig viele, sage ich mal, Recruits, die man kostenlos mit abstauben konnte. Und das ist wirklich unnormal. Also, die haben so viele Special Recruits reingeballert. Ich sage euch, dieses Video werden wir ordentlich was ziehen. Bevor wir mit dem Ziehen anfangen, hier kurz zu was meinen kleinen, sage ich mal, gezogenen Charakteren schon, die ich bereits habe. Aber wie gesagt, auf dem grinde ich jetzt hier schon seit Dezember und habe halt jetzt, sag ich mal, diese 6 Sterne alle angefarmt. Das sind so um die 70, 80 Stück, würde ich sagen. Insgesamt habe ich keine Ahnung, wie viele Charaktere, aber es ist ja auch nicht so relevant, weil wir gehen hier nur, sag ich mal, auf die 6 Star bzw. Sugo Exclusives. Und da würde ich sagen, wir starten hier direkt rein mit dem wichtigsten von allen. Also Bock habe ich zu ziehen auf jeden Fall Ace, eventuell Trafalgar Law. Ruffy mit seiner Gruppe, die hätte ich auch gerne. Natürlich den Gear vor Ruffy, wäre auch richtig Ehre. Also, gibt schon einige, sage ich mal, aber ich glaube, mein Main wäre auf jeden Fall Marco, weil er gibt 2,25 mal mehr XP Multiplicator und das ist schon ordentlich zum Leveln, kann ich euch sagen. Wir starten erst mit den E-Mails durch, also da fangen wir von Anfang an. Ich werde es auch so editen, dass hier wirklich eins nach dem anderen gezeigt wird, nicht, dass es zu lange dauert. Weil wir gehen hier nur auf die 6 Sterne. Okay, nice, nice. Starten hier mit Mihawk durch. Oh, damn! Not bad, muss ich sagen. Finde ich geil. Guardians Too Longs, Rhodey MPB. Nice, nice. Come on, baby. Oh. Red, we got a red one. Nice. Come on, baby. Yes! No freaking way! There's no way, Alter. First try, das ist unser erster Red. Digga, there's no way, dass ich die First try ziehe. Also ich dachte jetzt echt, wir kriegen richtig viele Doppelte und alles, was ich schon habe. Aber Alter, First try, Komurasaki. No freaking way. Also so kann es natürlich sehr gerne weitergehen. Also wir müssen jetzt nicht aufhören. Wenn es schon so anfängt. Natürlich werde ich die unnötigen rausschneiden, kann ich euch jetzt schon versichern. So richtig unnötige Charaktere, wie zum Beispiel sowas. Es ist okay, aber 4 Stars werde ich wahrscheinlich weniger zeigen. Deswegen werde ich hier nur die guten reinkarten. Die guten Openings, weil es wird eh ein sehr langes Video, denke ich mal. Proof, baby, come on. Give it. Give it a chance. Give it a shot. And oh, another red. Come on, baby. Das muss es sein. Das muss das Wort. Oh, not bad. Hatte ich leider schon, aber nicht schlecht auch. Wir haben hier nochmal. Ach so, nee, das habe ich nicht gehabt, glaube ich. Ich denke, das habe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hatte. Aber ich glaube nicht, wenn es so angezeigt ist, normalerweise nicht. Also One Piece, 1000 Logs. Come on, baby. Nicht aufhören. Okay. Oh, this is 20th anniversary. I know that one. I know this skin. Also, wenn ihr das seht, muss ich sagen, Sugo Fest Exclusive Guaranteed. Das muss ein Red sein. Deswegen hatten wir auch schon 2. Und ich hoffe, es ist was Unnormales. Das ist unser third Red. Wir hatten eine doppelte, eine nicht. Und jetzt kommt's. Habe ich noch nicht. Wir haben Bartolomeo und
Cavendish, richtig? Cavendish. Richtig nice. Also, da würde ich gerne die 6-Sterne-Form sehen. Im normalen Packs sehen. Vielleicht kriegt man da wirklich etwas Gutes, weil steht ja 4 oder besser. Die Never Know zum Beispiel hier, 20 Anniversary Zorro, ist auch richtig nice. So, dann einfach nur als Erinnerungen. Oh mein Gott, und there we go, another red. Come on. Ah, hatte ich leider schon. Das ist Mihawk und wie ist die nochmal? Perona, genau. Finde ich nicht schlecht. Also zu jedem 6 Sterne finde ich okay. Finde ich okay. Selbst wenn ich es doppelt habe, ist es komplett in Ordnung. Ich sage euch selbst, also wenn ihr Leute selbst auch Packs zieht, ich sage euch, es bringt sich nichts aufzuregen. Ja, mein Gott, da gehen die Rainbow Gems halt flöten, aber ist ja nicht so, dass es nicht noch genug andere Chancen gibt. Dieses Mal und there we are, another red und wir haben... Damn! Hat er da schon, aber finde ich richtig, also das finde ich richtig geil, das da. Denn und ich hoffe auf Jinbei und Robin oder Nani und Bison. Komm mal, eins von den beiden. Oder Marco oder Kaido. Komm, eins von den vier. Tut bisschen weh, habe ich leider schon, aber ist okay. Ich bete einfach, es ist einer, den ich nicht doppelt habe. Okay, die hat krass geschrieben. Also. Habe ich leider schon, aber ist es in Ordnung, wie gesagt. Und lass uns überraschen, da fokussiere ich mich jetzt nicht auf einen. Einen, den ich nicht doppelt habe, das ist alles, was ich will. Come on. There we go. Smoke Cap. Er war früher mein Lieblingscharakter. Früher in 2006, 7 und sowas, in den ganz alten Zeiten. Come on, Baby. Come on, Baby. Ich bete. Ich bete. Kuss geht raus. Oh, oh, habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Also, falls es eine andere Version ist. Brotherly Bone. Ich glaube, das habe ich echt noch nicht. Das ist Sabo. Anderen. So gefasst als dieses. Come on, Baby. Irgendwann, den ich noch nicht habe. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon habe. Ich glaube noch nie. Also, es gibt jetzt so viele Zugefestziehungen. Also, jetzt wird es, glaube ich, wild. Come on, Baby. Oh, das habe ich noch nicht. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht. Das finde ich sehr cool. Dragon Challenging Young Captain. Das ist geil. Das war, bevor er Kaido gechallenged hat. Beziehungsweise während er Kaido gechallenged hat. Richtig nice. Liebe. Viel Liebe. Rayleigh. Guidance for a new era. Silvers. Ich glaube, den habe ich echt. Ich habe nur die alte Version. Das ist die komplett neue Version. Die habe ich noch gar nicht. Roger Pirates. Das ist Ehre. Also muss man schon sagen. Vielleicht ziehen wir noch jemanden krassen. Whitebeard. Again. Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich die Version habe. Ich glaube noch nicht. Elefanten hier mit Double XP. Falls ich den kriege. Aber das ist auch irgendwie Robin. Habe ich auch noch nicht. Wir hören nicht auf. Es geht immer weiter. Hier sind only Zugo fest am Start. Und ich hoffe, die Lags stören euch nicht. Weil, wie gesagt, ich rekord mit Handy. Und das ist. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist Vivi und Rebecca, genau. Ich weiß gar selbst nicht, wen ich alles zusammen habe. Auf jeden Fall. Die habe ich auf jeden Fall vielleicht. Also den habe ich mit Garantie. Gab ist, sonst ist er der OG Gab. Bitte ein wundervoller Zugriff. Es ist cool, Sanji ist cool. Kenne ich. Den kann man ja zweimal weiterentwickeln sogar. Come on, Baby. And we got something nice, meine Freunde. Und zwar Zorro hier. Strongest words, mein Pupil. Give us something wonderful. 3, 2, 1, let it drop. 3, 2, 1. Oh! Straw Hat Crew has no interest in running this. Ich glaube, den habe ich echt noch nicht. Ich glaube, den Sanji. Fujidora! Ehre, Mann. Der Typ ist so cool. Also von allen Leuten, die in der Navy sind, ist er Ehre. Come on. Und was haben wir diesmal? Oh, Flamingo. Oh, okay. Krass. Was gibt es für mich? So. 3 Stück. Oh, no way. Das ist ein Ruffy, den ich noch safe nicht habe. In the wake of an endless dream, Straw Pirates Monkey D. Ruffy habe ich definitiv nicht. Und dann haben wir... Geil, nochmal! Purazon gezogen! Kann ich sagen, schaut euch mal das an, noch erst die Nummer 1000, das ist richtig geil. Guck mal, Baby. Und wir haben... Busan gezogen. Die Version habe ich wahrscheinlich schon. Das ist total in Ordnung. Finde ich nice. Okay.
gibt mir was, was ich noch nicht habe. Es ist okay, es ist total in Ordnung. Es ist nie, also es ist nie garantiert, dass ich jedes Mal was anderes ziehe von den über 200, 300 Six Stars Reds. Also wir haben ja eh noch das dicke Pack Opening vor uns. Bis dahin ziehen wir wahrscheinlich eh noch coole Sachen, kann ich garantieren. Jetzt haben wir nochmal Zoro gezogen. One for me. Oh, Big Mom. Was? Okay. Ich glaube, die habe ich noch nicht. So, müssen wir gucken, was noch so kommt. Oh, oha. Nee, hab ich nicht. Mein Gott, habe ich nicht. Jesus Christ. Straw Pirates Reunited. Oh mein Gott. Nee, habe ich nicht. Definitiv geil. Definitiv geil, muss man sagen. Wir sind am Ende. Jetzt kommen die letzten Packs. Gebt uns was Ehrenhaftes. Und wir haben wieder Kit gezogen. Come on, baby. Hit me one more time. Oh. Whitebeard und Marco, okay. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe die schon. Aber ich use die sehr, sehr selten. Und das letzte Pack von den E-Mails. Okay, das letzte. Nur von den E-Mails, muss man gesagt haben. Das ist das letzte Red auch von den ganzen Nachrichten. Und wir haben... Hab ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, da kommt in den neuen Folgen vor. Super Heavyweight Class Brachiosaurus Queen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir starten hier direkt rein, weil ich glaube, das Video zieht sich und ich hoffe, ich krieg Marco First Try. Ich bete bei Gott, ich krieg den First Try. Einmal Red. Komm, nochmal Red, bitte. Oh, ah, nicht kein Red mehr, okay. Jemand, der nicht cool ist, den mag ich nicht. So. Aha, schade, wir haben Shanks wieder gezogen. Dann hier oben. Oh, dieses Mal war gar nichts da. Also wenn kein Katze, kein Zug, kein nichts da ist, dann wird das Pack nicht gut. Alright, Baby. Jetzt war alles da. Also einmal hatte ich auch 10 Reds hintereinander gezogen in einem Opening. Das war brutal, aber ich glaube, hier könnte was Gutes passieren jetzt. Zwei habe ich schon mal, 2 Reds. Ich sehe Potenzial in der Erziehung. Ich sehe Potenzial. Einmal haben wir Nami. Und Marco. Frankie. Mrs. Ich weiß nicht mehr, welche war das immer. Viola, genau. Und jetzt wichtig. Oh, no way. Help me out, Nico Robin. Just give me all this. Oh, nice. Wir haben Jinbei und Robin gezogen. There's no way, Alter. Ich dachte echt, die haben mich schon komplett vergessen, dass wir die nicht beziehen. Aber das ist sehr gut. Dann haben wir Flamingo, Zoro. Und jetzt kommt... Wow, nice. No way. Habe ich leider schon, aber auch cool. Und... Noch die letzte Red, noch eine Red hier und Marco. Oh, no way, wir haben Blue gezogen. Cool. Nice, also wir haben 3 gezogen. 3 Reds und 2 hatte ich noch nicht. Come on. Oh, ich bete. 2. Hier 2. Und hier. Und 1 Red. 2 Red. Schade, könnte 3 Red noch werden, eventuell mit der letzten, aber jetzt hier Red, wichtig. Roma haben wir gezogen, Halloween-Style habe ich auch noch nicht, also ich denke, der habe ich safe noch nicht. Richtig cool, Halloween-Princess und jetzt, come on, Jinbei. In Ordnung, wir haben 2 Reds gezogen, richtig? Und die hatte ich beide noch nicht. Nehmen wir Chopper, here we go, nächste, Marco. Oh, habe ich auch noch nicht. Krass, krass, krass. Wir haben Raiju, Pulse Butterfly at Night. Das ist, also die ist OP, kann ich nicht sagen. Dann haben wir hier einmal Pudding nochmal. Das war's mit dem. Jetzt kommen wir mit der nächsten Ziehung. Also 550 haben wir noch. 550 Rainbows. Und wir sind bei der 7. Ziehung. Jetzt sind wir bei der letzten auch. Und das ist eine garantierte Red. Komm bitte. Marco, Marco, Marco. Oh, habe ich auch noch nicht. Krass. Das ist Ding, gell? Jewelry. Das ist Bonet. Also die hat auf jeden Fall wieder was mit Healing. Das ist auf jeden Fall auch cool. Last one post, also so gefest exclusive for Raid Boosted Character. Jetzt nennen wir uns langsam den letzten Ziehungen davon. Eine Red. Zwei Reds. Okay. Zwei Reds. Oh, nice. Habe ich nicht. Der ist sehr gut. Kawamatsu! Hey, einige, die schon doppelt habe, die sind alle bis dahin. Und jetzt.
Habe ich auch noch nicht. Nice. Sehr cool. Sehr cool. Das ist Big One Pirate Family Member, Fighter Rook, Capone, Gang, Batch. Man kennt ihn. The Worst Generation, Baby. Dem Punkt fühle ich mich verarscht, aber man soll ja nicht trauern, nicht zu lange festhalten. Es ist okay. Alles in Ordnung. Whitebeard und Shanks habe ich leider schon, aber auch cool. Robin, die Version finde ich cool. Die hat auch was drauf, kann ich nicht sagen. Also, die Version ist irre. Die habe ich schon 10-mal gezogen. Und... Damn! Habe ich noch nicht, glaube ich. Also, denke ich. Muss ich kurz sehen. Psy-Typ. Habe ich noch nicht. Guidance for a new era. Dark King Rayleigh. Habe ich noch nicht. Geil. Das ist sehr schön. Ah, Blackbeard. Habe ich leider schon. Ah. Okay, jetzt nähern wir uns langsam hier dem Ende, also... Jetzt tun wir kurz andere Packs ziehen, einfach aus Prinzip, ich glaube es braucht etwas Abwechslung. Und zwar tun wir hier erstmal einmal machen, Raid Boosted hier für Gold Roger oder das Girl Trio oder Odin. Eins von den drei muss kommen, wirklich. Also, ich bete. Natürlich muss nicht garantiert sein, aber trotzdem kann man hoffen. Okay, ein Raid haben wir, mal schauen. Jetzt hier. Ah, Fujitora, schade. Das ist schade, leider. Ja. Okay, come on. Boah, okay, das wird langsam belastend. Shanks habe ich jetzt dreimal gezogen, aber es ist okay. Come on, Baby. Boah, Alter. Habe ich leider schon. Schade. Aber wir haben noch eine Red. Come on. Ey Leute, kennt ihr das, wenn ihr viermal Shanks zieht an einem Tag, beziehungsweise unter einer halben Stunde? Das ist schon ordentlich. Ja, wir haben so gegen zweimal in einem Pack gezogen. Nice. Wir wechseln hier kurz wieder zurück auf unseren Ehrenmann. Wir brauchen Marco. Das ist unsere Hauptziehung. Darf man nicht vergessen. Ah, wir haben wieder Bonet gezogen. Schade. Okay, dann tun wir wieder wechseln. Einfach aus Prinzip. Wir müssen wechseln immer. Wir tun jetzt einmal noch hier mit Ruffy ziehen. Also wir ziehen jetzt nochmal das Pack aus Prinzip, weil hier jetzt ein Red ist. Das garantiert das letzte sein wird. Wir haben hier G2. Gerade, wir gehen leider nicht immer höher. Also G4 ist das höchste. Oh, wir haben zwei Reds. Nice. Drei Reds. Krass. Plus das letzte. Wir haben vier Reds in dem Pack. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir Mann. Und jetzt... Oh mein Gott! Wir haben Yamato gezogen mit Mask-Version. Oh mein Gott, that's no way. Oh mein Gott, jetzt habe ich sie nicht markiert, aber halb so wild. Und wir ziehen Zorro. Habe ich auch noch nicht. Habe ich vorhin gecallt auch noch vielleicht, dass wir Zorro ziehen. Alter, nice. Krass. Damn, boy. Es ist die Vorversion, kann es sein? Ich glaube, wir haben die sechste Version, aber das ist nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. Alter, wir haben... Krass, also bei uns läuft hier gerade, muss man... Wow. Oh, mein Gott, es hat sich verwandelt, nice. Das passiert manchmal. Und wir haben wieder Zorro, schade, aber... Es hat sich wenigstens verwandelt, das sind 5000 Points mehr im Bazaar. Come on, Baby. Oh, schade. Schade. Also wir haben ein paar Doubles, aber dafür auch zwei, die nicht Doubles sind. Und wir haben vor allem Yamato gezogen, muss man ehrlich anmerken. Also das ist crazy. Also wir haben noch zwei Ziehungen übrig und ich bin mir nicht sicher, für was ich die usen soll. Also ich denke, wir haben mehr Luck bei den anderen Packs als bei Marco gerade. Deswegen werde ich es wahrscheinlich lassen, ihn zu ziehen und einfach die zwei anderen usen. Also hier werden wir auf jeden Fall nochmal safe machen, weil hier kriegen wir ein garantiertes Red, was sehr wichtig ist. Und ich hoffe, wir haben alle Symbole. Ja, wir haben alles. Nur nicht die Sterne, aber es muss nichts bedeuten. Wie gesagt, das letzte ist ein Red. Oh nice, wir haben Zorro bekommen. Haribu. Und hier haben wir Rob. Oh, die Version sieht cool aus. Die sieht richtig cool aus. Nick Robin, One Piece Stampede. Oh mein Gott, ja. Und der Film war Baba. Haben wir alle schon gehabt. Und jetzt ist der letzte Raid boosted. Beziehungsweise es ist ein Red. Der letzte ist Red. Und wir haben schon leider 8. Aber es ist Zorro immerhin. Trotzdem cool. Okay Leute, ich habe die letzte Ziehung. Das ist das letzte Pack, was wir für heute machen. Denke, wir müssen es hierfür machen. Weil es last... Wanted Poster, ein exklusives. Und wir haben gar keine Reds. Aber das letzte wird eins sein. Und darauf baue ich auf und ich hoffe, es ist etwas. Okay, come on.
Zeig uns, was es ist, bitte. Ich bete. Oh mein Gott, ja, wir haben einen Shopper gezogen. Long Away to Christmas habe ich leider schon, aber wir haben Shopper gezogen. Es ist okay, wir haben locker jetzt 30, 40 Reds gezogen. Ich denke, das finde ich gar nicht mal so schlecht als Abschluss, könnte man sagen. Okay, jetzt kommen wir zu unseren Pulls, die wir gezogen haben. Und starten erstmal durch mit Blackbeard, haben wir einmal gezogen. Dann einmal Whitebeard und Marco. Bartolomeo und Cavendish zweimal sogar. Vivi und Rebecca. Mihawk und Perona, Feuer und Magma, Ace natürlich und Akainu hatte ich leider schon, aber richtig nice, muss ich sagen, eines meiner Lieblinge. Eins, wofür ich mich am meisten gefreut habe, Robin und Jinbei, also die Combo on top, muss ich sagen. Dann hier eine Legende, Monkey D. Ruffy in Four of the Great Age of Pirates. Dann hier einmal Fiery Bound und zwar Sabo, Big Mom und zwar in einer Version, wo ich dachte, ich hatte sie, aber die hatte ich noch nicht. Dann einmal die direkte Version und zwar Zoro Juro. 4 Samronin und zwar die Version hatte ich leider schon, aber ich habe sie in der 6-Sterne-Version gezogen. Richtig geil, muss ich sagen. Und zwar, was das Lustige daran noch ist, einmal in der 6-Sterne-Version und zweimal in der 5-Sterne-Version, dass ich sie weiterentwickeln kann zu dieser Version und dreimal insgesamt habe ich also gezogen diesen einen Charakter. Dann hier natürlich zweimal Kid, beziehungsweise Eustace Kid, Dragon Challenging. Dann ein Ehrenmann, Don Quick, Rosinante. Dann einmal das Heavyweight der Brachio. Richtig geil gezogen. Hatte ich auch noch nicht und ich freue mich sehr, den zu haben jetzt. Und dann der erste und, sage ich mal, auch beste Pull von heute. Komurasaki. Wirklich der allerbeste Pull von heute und auch der erste. Muss ich wirklich andeuten. Einfach geisteskrank. Dann einmal Straw Pirates Born Again und zwar Monkey D. Ruffy. Nicht zu vergessen den Navy Captain Smoker the White Hunter. Und zwar eine richtig geile Version, muss man anmerken. Einmal Voiceless Rage Whitebeard. Dann zweimal Heavenly Demon Doflamingo. B-Slang Chill of the Dead Brook hatte ich noch nicht und sehr krass auch. Dann einmal Kusan, richtig nice Version, hatte ich auch noch nicht. Und natürlich hier Queen of Toys Sugar, hatte ich zwei Versionen gezogen von der. Und natürlich hier nochmal Komurasaki in der ersten Version, kann man natürlich weiterentwickeln zu der Version und dann nochmal zur 65 Plus Version, also richtig krass. Zweimal gezogen, wie gesagt. Dann einmal Guidance for a New Era, Dark King Rayleigh, direkt in der 6 Sterne Version, richtig brutal. Dann einmal One Piece, 1000 Logs, Drop Pirates, richtig OP, hatte ich leider schon, aber trotzdem richtig geiler Pull, muss man ehrlich sagen. Dann noch einmal Vinsmoke Sanji in der Gamma Kingdom Saver Version, hatte ich leider auch schon, aber trotzdem krasser Pull. Unser letzter Charakter, was gezogen wurde, Tony Chopper in der Winter Version. Dann hier einmal meine Freunde Nico Robin, Gab, der Erdemann. Ja, und natürlich hier Guidance for a New Era Silver's Rayleigh, die Vorversion, beziehungsweise hätten wir zweimal gezogen, so gesehen. Strahd, Luffy's Conspirator, und zwar Boa Hancock einmal gezogen. Dann ein sehr wichtiger Pull, Raijo Poolside Butterfly at Night. Also sehr OP. Stimmt, Leute, mit eines der besten Drops auch noch Yamato, unerwartet gezogen und ultra OP auch. Strongest Swordsman's Pupil Zorro, und zwar zweimal, denke ich, war das. Genau, war zweimal gezogen und hier nochmal Prince Kingdom of Germa, und zwar beziehungsweise Sanji. Dann unser richtiger Abfuck-Pull, kann man sagen, heute. Viermal Shanks Halloween Moon Knight King Version. Zweimal Jewelry Bonet und auch natürlich zweimal Capone Gang Badge. Also zweimal den hier auch wiederum. Dann einmal Perona Halloween Ghost Princess. Night of the Sea Jinbei hatte ich noch nicht sogar. Und zu guter Letzt zweimal Fujitora. Also wirklich unglaublich viele Pulls, unglaublich viele Reds. Also meine Freunde, insgesamt 51 Reds gezogen, okay? Das ist sehr viel, muss ich sagen. Darunter sehr viele Doppelte natürlich, aber über die Hälfte war natürlich auch komplett neu, muss man anmerken. One Piece Treasure Cruise, richtig geiles Game, kann ich euch sagen. Also da muss man natürlich auch etwas Zeit investieren. Wie gesagt, für die Rainbow Gems habe ich nichts ausgegeben, habe ich einfach nur erspart gehabt. Und ich dachte mir einfach nur, es wird ein richtig geiles Video, weil auch allgemein diese Serie richtig nice ist. Deswegen habe ich das Spiel gespielt und ja, wie es sich ergibt, habe ich ein Video draus gemacht. Und das war es dann von meiner Seite und bis dahin würde ich sagen, peace out, haut rein, euer Tab.